Hallo und herzlich willkommen zurück. Jo, wir wollten ja weitermachen hier. Yes. So, was wollen wir machen? Also, da ein Sommer mitten bei dem Weg drunter. Richtung Süden, guck mal, da ist was Rotes am Berg. Wo ist was Rotes? Geradeaus. Oh. Da riecht sich was Rotes. Also, hier sind Elementarwesen am Start oder so. Ja, dann abhauen. Weil der ist, ich weiß nicht, ob wir den auch kaputt kriegen. Gut, dass wir das hier nicht im Dunkeln gemacht haben. Ach, wieso? Da hätten wir die leuchtenden Leute zumindest besser leuchten gesehen. Ja, der Typ hat ja eben schon fast 5 Minuten gedauert. Ja, und da vorne ist der nächste. Links von uns. Vorne links. Ich sehe nichts. Ja, hinterm Baum gerade. Jetzt sehe ich ihn. Können wir den umlaufen? Wir können uns ja daran vorbeischleichen. Oh, hier lang geht. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind übrigens, ne? Ich ein bisschen. Hier sind jetzt hier die... Wie heißen die Dinger hier? Monolithen? Na, die Bauwerke hier. Die Stones, wie heißen sie denn? Stonehenge. Stonehenge, genau. Hier, habe ich gefunden. Aber, oh, Stonehenge, ich hab für, aber Stonehenge für Arme ist das hier. Ich schwöre, Stonehenge, die wurden von Aliens. Yes! Was hast du denn da? Warte. Ich habe Druckplatte, Fallenplatte, Nägel und 4x Kugeln. Und ich habe einen Mana-Stein und Geisteraugen. Okay, dann haben wir schon 2 Mana-Steine, ne? Drei brauchen wir, ne? 3 brauchen wir und müssen die irgendwie zerstößen. Ich weiß aber nicht, womit. Ja, ich wüsste, wo wir den 3. Mana-Stein herkriegen. Wo denn? Von dem Freund da unten. Das heißt aber nicht, dass der den droppt. Das ist random. Ja. Hier kann man, glaube ich, was abbauen, oder? Ja. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Achso. Ja, lass uns mal nach Berg und dann vielleicht können wir da irgendwie gucken, dass wir da irgendwie einen Koch finden, dass wir kochen können und so und tralala. Ja, besorge ich mir auch mal wieder eine Spitzhacke, weil das lohnt sich echt, eine dabei zu haben. Ja, das Problem ist, wir hätten am Anfang, wenn du, also ich gebe jedem das, den Tipp, wenn du den, das ist auch blöd, in irgendeiner Folge mittendrin zu sagen, aber egal. Kampfmusik? Ich habe nur Wandermusik. Okay, ich auch jetzt. Also die kommt ja intervallweise. Ich gebe hier nur den Tipp am Anfang, bevor er diesen Typen in den Schlafsack sich legt, erstmal alles abzugrasen. Da gibt es so viele Sachen random. So, nu? Rennen wir vor der Wand. Ja, ich muss mal mich wieder ein bisschen orientieren. Aber ich muss sagen, ich mag die Musik hiervon. Hier brennt ein Busch. Oh Gott, das ist ein Zeichen. Jetzt brennt da nichts mehr. Jetzt qualmt meine Tasche. Es wäre so geil, wenn jetzt der Rucksack qualmen würde. Warte mal, ich bin durstig. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken hier. Ja, ich auch. Nur der Rucksack qualmt so. Da vorne ist der Fluss und da ist die Brücke. Sehr gut, da müssen wir hier lang. Da ich jetzt nicht weiß, was wir jetzt alles auf dem Weg übersehen haben an coolen Sachen, sage ich, es ist drei schon Leute auf 12 lohnenswert, Uhr. Abseits des Weges zu gehen, weil man dann Truhen findet. 3 Leute auf 12 Uhr. Hab dich gehört. Warum sneakst du da jetzt so rum? Ich suche mir eine gute Schussposition. Die auch. Lass versuchen, lass, warte ab, bis da nur noch einer ist. Weil gegen 3 zu kämpfen ist ein bisschen tricky. Ja, stimmt auch, ja. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie die trennen können, ohne dass sie es bemerken, dass wir sie trennen.
Jetzt sind es nur noch... Warte, geht der eine hinterher? Der eine ist auf jeden Fall ein Bogenschütze. Ah, sie geht, bleiben doch zusammen, das ist doof. Schade, dass meine Bratpfanne nicht als Nahkampfwaffe ausrüsten kann. Nee. Ich hänge. Lass sie umlaufen, das ist so tricky. Weil dann greifen dich nämlich zwei auf einmal an, das ist scheiße. Ja. Meine Pech ist sogar drei. Ist der Anleger, der Verlassene. Dann müssen wir irgendwie hochlaufen gleich, ne? Warte mal, vor uns sind auch wieder... Sind zwei Gegner, einer mit Schild und Schwert. Der eine ist ein Bogen, muss ein Bogenschütze sein. Warte mal. Ja, aber die zwei können wir kriegen. Ja, zwei ist kein Thema, nur drei ist Kacke. Warte mal. Yes, einen habe ich getroffen, aber ich glaube, er reagiert nicht. Dann zieh nochmal ab. Das ist ein Magier, pass auf. Aua! Du musst dich dringend heilen, Alter. Oh, Mana-Stein! Sehr cool, verlangsamen Bewegungsgeschwindigkeit, okay. Hast du die Pfeile eingesammelt? Ja. Ich hab sie ja nicht. Ja. War nur, wo sind sie denn? Wo sind die Pfeile hin? Ah, nee, ich glaube, ich hab sie. Alles gut. Nee, war kein Pfeil, war ja, aber ich hab den Mana-Stein zumindest. Ja, ich hab die, dann hab ich die Pfeile. Wir sind verlangsamt, ne? Ja. Hast du viel abgekriegt? Ja. Ich verbinde mich erstmal. Noch 35 Sekunden verlangsamt, okay. Naja, ich habe nur 16, das geht. Minus 25 ist okay. Aber wir müssen auch diesen Magier-Typen, Alter. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Eismorgier, mir ist kalt. Dir ist kalt? Was? Nein, das war witzig, das war ein Witz. So. So, das heißt, wir sind jetzt hier am Anlieger. Momentchen mal. Müssen wir jetzt hier über die Brücke oder was? Nee, das wäre falsch. Wir müssen durch den Anlieger. Kann ich essen, okay. Dann esse ich die doch mal. Was kannst du essen? Rauchwurz. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ja, friss mal alles, warm, was hier obwohl, warm, Feuerschaden und Widerstand plus 20%. Ja, wir Widerstand bei kaltem Wetter plus 8. Okay, cool. Okay, wir brauchen aber was gegen Kälte. So, wieso? Hast du noch Pfeile? Ja, ne? Ja. Dann würde ich mal sagen, wir greifen die mal an. Ich glaube, der macht keinen Mana.
Nee, das ist ein normaler Kämpfer. Nur ein Schuss noch. Ja. Einen kleinen noch. Okay, oder ich hab's erledigt. Drei Pfeile, Brot und Proviant. Sehr schön. Drei Pfeile sind noch drin. Einer liegt draußen. So, und einmal hier neue Sachen. Eiserne Streitkolben. Hat er mehr? Mal gucken. Ja, der eiserne Streitkolben. Gib mal her, den brauche ich. 22. Jo. Rundschild nehme ich mal mit. Streitkolben habe ich hingelegt. Habe ich. Ah, hier ist noch ein Pfeil. Ich hätte gerne die Robe von dem Typen, aber egal. Ich nicht. Ich finde die Rüstung cool. Du musst dich mal irgendwie heilen, oder? Oder heilst du? Nee, heile gerade nicht. Moment. Hast du noch ein Ei? Ich habe ein paar Sachen, die ich hier noch essen kann. Okay. Aber ist das hier eigentlich Meerwasser oder ist das eigentlich ist das kein Meerwasser? Flusswasser, trinken, cool. Kann man es trinken? Ja, ist kein Salzwasser. Okay. Und ich habe meinen Beutel aufgefüllt. Oh, Krankheit, Verdauungsstörung eingefangen. Scheiße. Nicht trinken. Gut, dass ich nur einmal getrunken habe. Ich habe es ja nur einmal getrunken. Echt? Ich nicht. Also ich habe aber keine Krankheit. Ah, deswegen kann ich meinen Beutel damit nicht auffüllen, weil das nicht sauber ist. Ohne Wirkung bei Bluten, Vergiften, Krankheit und Verbrennung. Wie lange bin ich denn jetzt? Habe ich denn Darmprobleme? Das ist ja nichts Neues. Das ist so. Chance, dass du dich beim Essen übergibst und so die Wirkung der Nahrung zunichte machst. Kacke. Wie lange? Hab ich das immer? Ja. Boah, fuck, ey. Dann muss ich mal doch hier mein Gegenmittel fressen. Seltsames Gebräu, das die meisten negativen Auswirkungen ohne Wirkung bei Bluten... Ach, ohne Wirkung. Bei Bluten, Vergiftung oder Krankheit. Scheiße. Och, Mann, ich kann nichts fressen hier. Ich bin magersüchtig. So eine Scheiße. Oh, Pfeile. Sehr gut. So. Warum muss ich auch die Scheiße saufen? So, hier vorne geht's rein. Kommst du? Ja, ich komme. Eine Warnung wäre ja schön gewesen. Achtung! Wasserfeuer abkochen oder so. Gut, die Warnung gibt es. Dass man wirklich nur sauberes Wasser trinken soll. Hast du hier reingeguckt? Da habe ich schon reingeguckt. Gab ein paar Nägel. Und Pfeile. Die Kiste vorne hast du auch geplündert. Jep. Natürlich habe ich die Kiste geplündert. Okay. Was denkst du von mir? Ist das hier Berg? Ja. Bist du sicher? Ja. Ich will gleich sterben. Vielleicht gibt es da einen Arzt. Wollen wir wetten, dass es Berg ist? Foxy will nach Berg. Foxy will nach zu Berg gehen. Stand da! Oh, schön hier in Berg. Was hat denn der für eine Rüstung an? Der hat eine Xing-Chang-Xing-Chong-Rüstung an. Was Jagdausbilder. Kann ich für dich tun? Oh, geil! Wildjäger. Das ist wahrscheinlich, wenn du mit der Axt kämpfst, oder? Benötigt eine Nahkampfwaffe. Benötigt eine Nahkampfwaffe.
Raubtiersprung, Alter, du kannst ja übelst geil die Sachen leveln, brauchst nur megamäßig viel Kohle. Ja. Ich verkaufe meine Niere. Ich verkaufe meine Niere. Kannst du mir dafür was beibringen? So, jetzt gucken wir mal. Das ist Ture, Jagdausbilder. Schmied. Ach, Rissa Aberdeen ist da am Brunnen. Ja, wir müssen erstmal. Achso, eine Schnellreise gibt es übrigens auch nicht. Ich habe ja auch nochmal nachgegoogelt, ne? Oh. Das ist immer ein Leibchen. Ah, Leibchen. Haus des Spielers. Ah, sehr gut. Das ist unser Haus. Echt? Ja, Alter, wie reich sind wir denn, dass wir über... Nee, ist doch nicht unser Haus. Aber stand da nicht gerade Haus des Spielers? Ja. Vielleicht kannst du es kaufen. Vielleicht ist es auch das Kapuff hier oben. Da steht eine Troller vor der Tür. Nee, das ist es nicht. Julius Sutherland. Ah, okay. Sutherland? Dann müsste das da unten doch unser Haus sein. Ja, vielleicht musst du es kaufen. Hier ist zumindest der Schmied. Hallöchen. Breit durch, Alter. Was geht hier ab? Hier gibt es jede Menge Pfeile bei denen. Ja, da brauchst du aber Dolche für. Da brauchst du die Fähigkeit für. Hier gibt es Silberhelme und so. Und Elite-Plattenrüstung und sowas, ne? Nehme ich. Ja, ja. 700. Was kann ich für dich tun? Hör mal. Es gibt doch Pistolen, ne? Hm. Ich habe noch keine gesehen. Elite Haube, Alter. Mega, mega, mega. Was gibt's hier alles so? Ich habe kein Geld. Kannst du mir Geld geben? Hallöchen. So, ich möchte bei dir verkaufen. Mein Schwert, mein Zelt. Wer ist sie denn, Alter? Die Druckfallenplatte verkaufe ich. Den Schrott. Stolperfalle werde ich auch nicht brauchen. Nägel verkaufen. Wo müssen wir überhaupt hin, in Berg? Sprich, Kugeln mit dem verkaufen. Besitzer des Gemischtwaren. Hier, dem Chefkoch wollen wir irgendwas bringen. Nee, wir müssen den Gemischtwarenhändler finden. Ach so. Der Chefkoch habe ich schon gemacht. Ah, okay. Den Wollpilz, den verkaufe ich auch. Gucken, ob ich ihn finde, den Gemischtwarenhändler. Das Geräusch der eigenen Schritte dämpft. Ah, okay. Ist das ein Gemischtwarenhändler? Nee, das ist der Alchemist. Wie kann ich dir helfen? Giftlappen. Der Gemischtwarenhändler ist hier. Die Alchemie-Ausrüstung kostet... Da ist die 60. Alte Aberdeen. 60. 60 Kröten. So, was sollten wir jetzt nochmal beim Gemischtwarenhändler machen? Die Quest abgeben. Das Buch, Kassenbuch. Ah, das hab ich gar nicht. Dann hab ich das wahrscheinlich. Achso, Moment. Okay. Wie kann ich dir helfen? Nee, lass uns reden. Was hast du dir verdient? Ja. Ah, ein bisschen großer Rubin hinzugefügt. Achso, hab ich gar nicht gekriegt. Wie kann ich dir helfen? So, mittelgroßer Rubin aus der leuchtend roten Farbe kann einen hohen Preis erzielen. Oh, die kann man verkaufen, die sind teuer. Ich dachte... Ja, Rubine bringen richtig Geld, habe ich eben auch schon einen gefunden und verkauft. Ich dachte, wie kann ich denn die verkaufen? Einfach verkaufen. Chef, ist egal wem. Du was kaufen? Was kostet der? Du hast zu wenig Kohle. 60 gibt der. Mana-Stein gibt auch was. Aber was kriegen wir eigentlich für die Quest, wenn wir diesen Mana-Stein-Kristallpulver zerstoßen? Das steht da nicht. Okay, ich gucke mir mal gerade einen Händler, der ein bisschen mehr Kohle hat als nur 142. Ich habe eine Spitzhacke gefunden. Ah, sehr. Die hat 614. Wie kann ich dir helfen? 553, das passt doch. Soll ich dann gleich die Alchemie-Ausrüstung kaufen? Ja, kauf mal. Ich kaufe eine Spitzhacke. Ich habe doch eine gerade gefunden. Achso, hast du schon. Okay. So, das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Soll ich den Blausand auch mal verkaufen? Glitzerndes Pulver, das von Schmieden verwendet wird, um Rüstung zu einer blauen Stahllegierung herzustellen. Ja, verkaufe ich dem Schmied oder so. Ja, verkaufen wir mal.
Ein Mana-Stein. Du hattest zwei Mana-Steine, ne? Mhm. Gut, dann lasse ich den Mana-Stein hier. Kannst du mir auch geben, den Mana-Stein. Oder dann so, ja. Warte. Den Dein verkaufe ich noch. Das Ding verkaufe ich noch. Haben wir noch irgendwas, was verkaufen kann? Nö, das verkaufen wir noch vier Stück. Das macht dann 122. Jetzt kaufe ich die Ausrüstung, die kostet 60. Dann macht es nochmal 60 plus. Okay. Okay, die Ausrüstung habe ich. Das Mana-Ding kann über ein Lagerfeuer platziert werden, ne? Diese Ausrüstung. Soll ich mal ein Lagerfeuer, kann ich das aufstellen hier? Ja! Warte, noch nicht anzünden, glaube ich. Feuerstein und Stahl wird benötigt. Ach, das ist die Alchemieausrüstung. Ach, Kacke, das wollte ich nicht zerlegen. Ich wollte das anzünden. Ich habe keinen Feuerstein und Stahl. Das ist doch Kacke. Ah, ich hole. Wie kann ich dir helfen? Also, dann baue ich das mal da drüber. Wieder auf. Nee, die hat das nicht. Okay. Guckt weg hier. Wir machen hier Experimente. Wir bauen hier Crystal Meth. Hol mal das Schweinefleisch. Wir machen Crystal Meth. Auch umgangssprachlich Crystal Meth. So. Hier, Feuer ist an. Wir nutzen Alchemieausrüstung, Mana-Stein. Warte, kann ich keinen Kannst du ihn auch da reinpacken? Nee. Dann gib mal her. Warte, ich gebe ihn dir mal hin. Abwerfen, da liegt er. Und Kristallpulver, das müssen wir irgendwie noch machen, zerreißen. Ungültig. Nein! Was? Ungültige Zutaten. Objekt. Ressourcen verloren. Joa. Okay. Toll. Ich baue sie mal wieder ab. Warte mal. Nee, keine. Och ja, toll. Und du? Ja, ist dann halt so. Ist halt, ist so. Ja, ich wüsste aber gern, wie es geht. Weil die Mana-Steine bringen halt schon 6 Silberstücke. So, hast du einen Kochtopf eigentlich? Kann ich dir helfen? Nee, hab ich nicht. Müssen wir mal einen kaufen, ne? Ich glaube, wir müssen Folgenende machen, oder? Wie sieht's aus? Nö, wir haben nur 7 Minuten. 7 Minuten. Okay. Wie kann ich dir helfen? Ich kaufe mal einen Topf, der kostet 20. So, dann setzen wir da mal einen Topf drauf und dann kochen wir mal ein bisschen was. So Marmelade und so. So, dann machen wir mal hier mal ein bisschen Marmelade, stelle ich erstmal her. Das heißt ein bisschen, so viel wie geht. So, und jetzt machen wir ein bisschen Marmeladenstullen hier, ne? Mhm. So, hast du noch Brot? Nee. Was macht dich bereit? Worauf denn? Okay, ich habe noch mal ein bisschen Reiseproviant hergestellt. Ich habe jetzt 8 mal Reiseproviant. Was brauchten wir? Jeweils 3 brauchten wir, ne? Ja. Ich habe noch 1 mal. Also wir können 3 Reisen machen. Dann gebe ich dir noch mal 3. Hm. Die liegen hier. Ich bin aber, was ich da warte. Ich beschütze sie mit meinem Leben. Okay. Liegen auf jeden Fall neben dem Topf.
Weil ist das selten nämlich auch alle. Essensrest hinzugefügt, auch nicht schlecht. Oh, ich habe ein neues Rezept. Gegrillter Pilz. Ergibt nur wenig Nährwert, okay. Wie kannst du mir helfen? Du kannst mir helfen, indem du mir hilfst. So, den Kochtopf nehme ich wieder in die Tasche. Zack. Okay. Wir können ja mal mit den Leuten reden. Vielleicht geben die uns Quests. Mhm. So, ich habe jetzt hier auch eine Sonne. Mir ist warm. Oh, cool. Ausdauerkosten von Aktion plus 50. Was? Für den Schwanz eines Manticores. Okay, aber leg dich nicht mit ihm an, wenn du nicht gewinnen kannst, ja? Okay. Okay. Für den Chefkoch. Scheiße, wir haben hier eine Quest von Vary, der Alchemist, oder Vay. Was hast du jetzt aufgenommen? Ein Lieferauftrag nach Monsun. Okay. Wir sollen für die Alchemist herstellen. Die hiesige Zauberin verlangt immer mehr nach Kaltstein und Eisensiegel herzustellen. Es ist so anstrengend, jedes Mal, wenn sie vorkommt, Blutsand von der Halbinsel zu besorgen. Blausand. Noch nicht Blut zu Blausand, genau. Hatte ich doch vorhin schon gehabt, habe ich verkauft. Kannst du einen Kaltstein herstellen, loszuwerden? Ja, kann ich machen. Pass auf! Kann ich den wieder abkaufen? Scheiße, ich habe den vorhin an die Alte verkauft. Also irgendwie verstehe ich das jetzt gerade nicht. Wir sollen jetzt, im Endeffekt sollen wir einen Kaltstein herstellen, ne? Mhm. Ein Kaltstein, der mit Hilfe einer Alchemie hergestellt werden kann. Ja, ich könnte einfach auch einen kaufen, der kostet 25 bei ihr. Wie kann ich dir helfen? Soll ich das mal ausprobieren, ob das klappt? Ja, probier mal. Jetzt rede ich mit dir. Helfen? Das hast du dir verdient. 50 Silber! 25 also du hast jetzt 25 Gewinn gemacht. Ja, Mann. Läuft doch. Verkackt. Verarscht. Ich helfen? Ich frage mich. Okay, sie braucht jetzt in den nächsten Tagen wieder Hilfe. Aber ich brauche irgendwas, um meine Verstopfung zu lösen. Gibt's da was? Dein Durchfall, meinst du? Durchfall. Gebräu, das vorübergehend deinen psychischen Schaden verstärkt. Nee, ich brauche was gegen Durchfall. Gebräu, das sofort Infektion halt gegen Kälte schützt und verbrannte Ausdauer wiederherstellt. Ja, geil! Kostet 8. Dann kaufen wir nochmal eins. Eins kostet 8. 8? 8 Silber, ja. 8 Silber, ja, das geht. Ich habe mir jetzt mal eins gekauft und dann werde ich mal meine Verstopfung damit heilen. Dein Reizdarm. Wo ist denn jetzt die Scheiße? Da ist der Tee. Bitterer Gewürztee. Egal. Rinnenschlund. Ja, toll. Die Infektion ist trotzdem nicht weg. Jetzt bin ich Widerstand bei Kälte. Wollt ihr mich verarschen? Hier, das ist Beschiss. Das ist Beschiss, Mädel. Hab ich nicht richtig gelesen. Warte mal. Gebräu, das sofort Infektionen heilt.
Ja, ist so eine Infektion, was ich hab. Oder habe ich jetzt das Falsche gekauft? Nee. Ja, toll. Oder was ist das für eine Kacke? Wollt ihr mich eigentlich linken, hier, ihr kleinen Drecksäcke? Hier, Manastein kostet übrigens 20 Silber, ne? Mhm. Stab des Meisters. Was macht denn der Stab des Meisters, Alter? 1000 Silber. Der Stab des Meisters kostet 1000 Silber. So, mit diesen Worten beenden wir die Folge. Okay. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.